Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch mal 5 Profi-Tipps mit noch ganz vielen Bonus-Tipps, wie ihr viel besser in Fortnite werdet. Und das sind wirklich nur Tipps, die auch alle Profis und Schwitzer in Fortnite anwenden. Es würde mich freuen, falls ihr den Creator-Code Lenny-OG im Itemshop eintragt. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. So Leute, kommen wir auch schon zum ersten Tipp. Wenn eurem Gegner gepusht werdet und er euer Endet nehmen will, egal mit welcher Waffe oder mit der Pickaxe, dann, wenn er gerade auf die Wand schlägt, dann macht ihr einfach auf, Treppe und boxt den Gegner. Nochmal in langsam jetzt. Also, wenn der Gegner jetzt hier vorsteht, mach einmal die Wand ab. Also baut die Wand einmal ab. Dann macht ihr auf. Oh. So. Also wenn, eigentlich solltet ihr das Edit halten. Dann macht ihr auf. Place zuerst eine Treppe, damit der Gegner euch nicht hitten kann. Dann macht ihr diese 3 Wände. Oben noch einen Boden und eine Cone. Und dann könnt ihr eigentlich die Treppe editen. Das ist aber nicht so safe, wie wenn ihr den Gegner überrascht, an der Seite rausgeht, hier aufeditet, Hit gebt, an der Seite aufeditet, Hit gebt und dann zum Beispiel noch von oben dann die Treppe editen. Ihr könnt die Hits von allen Seiten ja geben, weil ihr halt die komplette Box habt. Also der Tipp, den kennen wahrscheinlich schon manche von euch, wenn ihr gut seid. Aber ja, die meisten kennen den Deck noch nicht. Und darum solltet ihr ihn auf jeden Fall üben. Ist auch ganz einfach zu üben. Also, ihr wollt das Edit nehmen. Werdet dann geboxt. Und dann wollt ihr hier am besten rausgehen. Und dann werdet ihr gehittet. Und ja, er war jetzt in dem Fall One-Shot, weil ich ihm eben aus den Hit gegeben habe. Aber eigentlich kann der Gegner dann halt einfach gar nichts machen. Und das solltet ihr auf jeden Fall auch ausprobieren. Und jetzt nochmal ein Bonus-Tipp. Der zählt nicht als Extra-Tipp, aber er gehört noch zu dem Tipp dazu. Nämlich, falls ihr jetzt das Edit von einem Gegner nehmen wollt, aber nicht wollt, dass ihr geboxt werdet, dann kommt ihr einfach, macht hier eine Treppe, editiert die und macht von hinten auch noch so. Und dann kann der Gegner euch nicht mehr boxen. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Tipp. So Leute, jetzt zeige ich euch nochmal ein paar Rotation-Möglichkeiten. Nämlich die erste ist einfach gar nicht metzverschwenderisch. Ihr baut einfach immer eine Treppe über euch, duckt euch dann ein bisschen, also geht ein bisschen runter und placet dann eine Treppe hinter euch. Das Ganze noch fortgeschrittener geht einfach so, dass ihr dann immer euch dreht, so, und immer die Treppe wieder hinter euch placet. Also eigentlich genau so, nur halt einfach dabei immer so ein bisschen bewegt, dass es dann im Endeffekt so aussieht. Und sonst gibt es halt natürlich, wenn ihr richtig viele Mats habt und als Trio turteln wollt, dann macht ihr einfach so, dass ihr einfach ganz normal turtelt, damit euer Trio da komplett durchlaufen kann, weil sonst klappt das ja mit dem Trio nicht, weil das dann immer hinter den Treppen steht. Dann hätten wir noch eine Rotation-Möglichkeit. Dazu place ihr einfach Boden und Decke und dann Wände. Boden, Decke, Wände. Boden, Decke, Wände. Und das ist auch gut für Trios oder so. Und dann kann man auch Rollen abgeben, dass nur einer Dach und Wände macht. Ich meine Dach und Boden, ja. Und die anderen halt Wände. Ja, das Ganze ist jetzt ein bisschen schwieriger, aber auch nicht sehr schwierig. Also wenn man das übt, kann man das auch. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Tipp. Also zum dritten. Leute, der nächste Tipp ist nämlich, dass wenn ihr einen Gegner pushen wollt, dass ihr ihm immer den ersten Hit geben müsst. Das heißt, wenn jetzt der Gegner einfach rumläuft, dann müsst ihr ihm am besten immer schon einen Laser geben. Ja, ich habe jetzt nicht so das beste Aim. Wenn man jetzt gut wäre, hätte man da jetzt schon einen Headshot und einen normalen Hit mindestens getroffen. Das ist dann noch ein bisschen immer Lucksache. Und dann könnt ihr den Gegner easy pushen und auseinandernehmen. Also für diesen Trick nehmt ihr einfach die Wall halt und dann place ihr halt eine Treppe und edit die so. Dann steht euer Gegner hier und der kann euch halt die ganze Zeit nicht treffen und ihr könnt dann halt so hochspringen und versuchen den Gegner zu treffen. Das Ganze zählt jetzt nicht als Tipp, aber es war nur noch mal so nebenbei. Ist uns gerade eingefallen. Das habe ich ja auch gerade eben gemacht, als ich dann den ersten Hit verteilt habe und dann gepusht habe, falls ihr es gesehen habt, habe ich das ja gerade eben noch gemacht. Als letzten Tipp zeigen wir euch jetzt noch ganz viele Maps, die Pros spielen, um besser in Editen, Aim und alles andere zu werden. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir zeigen euch natürlich jetzt nicht jede Map ausführlich. Vielleicht kommt dazu noch mal ein extra Video. Sonst wird das nämlich viel zu lange dauern. So Leute, wir fangen direkt mit der ersten an. Den Code seht ihr jetzt hier. Den Code seht ihr jetzt immer hier unter dem Namen. Da seht ihr ihn. Macht einfach kurz auf Pause. Das ist nämlich eine Realistic Solos Map. Aber das Besondere daran ist, dass es Spots aus der aktuellen Season sind, wo ihr dann practicen könnt, wie ihr an diesen Spots fightet. Man kriegt auch nicht immer gleiche Mats und nicht immer den gleichen Loot, also es ist ziemlich random alles, so wie im realistischen Fight. Hier seht ihr zum Beispiel einmal Tildes, Kolosseum und Risky. Die drei Orte gibt es da zum Fighten. Und ja,
mehr zeigen wir euch jetzt auch nicht hier. Die nächste Map ist Realistic 2 vs 2 Matchmaking. Also da kann man auch mit Aufhören spielen. Und hier könnt ihr dann einfach 2 vs 2 oder auch 1 gegen 1. Ist eigentlich ganz egal. Hier könnt ihr dann auswählen, was ihr für Waffen habt. Ja, ich würde jetzt hier Always Leaver. Ich glaube, das ist die neue Pump. Weil, ja, die solltet ihr auf jeden Fall spielen. Und ja, dann könnt ihr das Spiel starten. Und macht dann erstmal ein 1 gegen 1. So, die nächste Map habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt. Hier seht ihr wieder den Code. Übrigens hier nochmal den Code für Realistics. Und ja, dann könnt ihr hier reingehen in die Realistic Edit Map. Die ist für Solo gedacht. Also, aber man kann es auch zu zweit machen. Bringt jetzt nicht so viel. Ja, dann könnt ihr euch hier die Waffen nehmen. Am besten nehmt ihr euch jetzt, keine Ahnung, halt die Waffen, die drin sind. Hier gibt es jetzt im Moment noch nicht die neue Pump. Die wird aber auch noch hinzugefügt. Und ja, dann könnt ihr hier halt hier ganz viele Edits üben. Habe ich euch ja schon mal in einem anderen Video gezeigt. Die nächste Map ist der Scarvok Aim Trainer. Hier seht ihr den Code. Ja, hier könnt ihr euch dann eine Scar nehmen oder auch eine Pump. Ist eigentlich egal, ich nehme ja jetzt immer nur Scar. So, Scar nehmt ihr euch dann und dann könnt ihr aussuchen, was ihr fighten, was ihr trainieren wollt. Zum Beispiel jetzt hier vertikal. Könnt ihr aussuchen Medium und Free Play. Und dann müsst ihr hier einfach die Zombies versuchen zu treffen. Und damit könnt ihr ja eben auf jeden Fall voll verbessern. Ich habe jetzt hier eine falsche Scar ausgewählt, aber da könnt ihr euch dann auch nochmal die Waffen angucken, welche es da gibt. Und am besten nehmt ihr die, die auch im Spiel sind. So Leute, hier ist jetzt die nächste Map, nämlich die Peace Control Map. Den Code seht ihr jetzt da ganz oben. Hier nehmt ihr euch dann wieder die Waffen, zum Beispiel jetzt hier die Hebelschrotflinte und eine blaue AR. Und dann könnt ihr hier in verschiedene Stufen, die werden immer schwieriger, in die Edits reingehen. Und hier dann halt, hier muss man jetzt zum Beispiel den Gegner einboxen, rausgehen, aufmachen und wegpumpen. Und dann wird man direkt wieder nach dahin teleportiert und muss es nochmal machen. Ja, das war's dann mit der Map. Und dann war es eigentlich auch schon mit dem ganzen Video. Ich hoffe, die Tipps haben euch gefallen. Vielleicht kanntet ihr schon einige. Schreibt mal in die Kommentare, welche ihr noch nicht kanntet. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und ciao. Ciao.